So, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das jetzt für ein Video, das ist so ein kleines Informationsvideo. Wie ich schon sagte, ich werde dann ab und zu mal ein Video machen, wo ich dann mit euch labern kann. Und dieses Video muss ich separat hochladen, sofort in kürzester Zeit, weil ich mit Hotdog eine Wette am Laufen hatte. Kurz erklärt für diejenigen, die gestern nicht zugeschaltet haben, Hotdog und ich hatten eine Wette am Laufen, dass er bis Gamescom 5000 Abonnenten schafft, habe ich gesagt. Hat er nicht geschafft, warum auch immer, vielleicht hat er das auch extra gemacht, damit er die Wette gewinnt, ne? Man weiß es ja nicht, ne? Hotdog. Aber gestern habe ich das Video hochgeladen und dann zeigte mir YouTube ein Copyright an. Ne? Das heißt, das darf nicht monetarisiert werden. Sie haben Musik benutzt, die sie nicht benutzen dürfen. Habe ich erst gedacht, das lag an Hotdog sein Intro. Das war nicht Hotdog sein Intro, das war die Musik, die ich vorhin am Anfang hatte, wo ich noch das Gebäude gezeigt habe. Und dann, obwohl es von YouTube Liberty war, wo man dann eigentlich dieses nur Copyright Music hat, hat er mir das angezeigt. Okay, habe ich erst gedacht, Hotdog wäre schuld, aber nein, ich war schuld. So, das heißt, ich muss separat, weil natürlich, wie heißt das Wort? Ehrenschulden? Nee. Wettschulden sind Ehrenschulden. Genau, das muss ich ja auch einhalten, ne? Das heißt, ihr zieht euch jetzt nochmal Hotdog sein Trailer rein, weil, ne? Muss ich ja, ich habe ja verloren. Den zieht euch nochmal rein und dann könnt ihr dazu sagen, was ihr zu diesem Trailer nochmal sagt. Beziehungsweise die gestern was gesagt haben, das weiß ich ja, aber jetzt diejenigen, die jetzt erst zuschalten und sagen, ey, what the fuck, was ist das für ein geiler Trailer? Oder für diejenigen, die sagen, was ist das, hey, hä? Das ist Hotdog sein neues Format, er möchte irgendwas machen, ich weiß nicht was. Aber ich habe verloren und habe gesagt, du darfst einen Trailer deiner Wahl machen und dann werde ich das hochladen und ich muss mich fügen, ne? Und in, wie ich schon sagte, ich werde noch irgendwann mal ein Format machen, ich weiß ja nicht, welches, wie ich das benennen soll, ob ich das dann benennen soll, wie zum Beispiel Live in the Minecraft, wo ich dann ab und zu, wie jetzt, dieses Video einfach nur durch meine Welt eiere und dann wenigstens mit euch rede, weil bei Bauvideos kann man ja nicht mit euch reden, habe ich ja schon letzten Mal erklärt. Da kann man schlecht mit euch reden, ich kann ja nicht 10 Minuten mit euch reden und dann brauche ich 5 Minuten und dann ist das Video zu Ende. Hahaha. So, dann, dafür ist dann jetzt, gut, heute heißt es noch, heute heißt die Überschrift noch, Wettschulden sind Ehrenschulden. Und demnächst werde ich das dann einfach Live in the Minecraft nennen. Hat der Gronkh auch so gemacht, ne? Live in the Woods, ne? Ich mache Live in the Minecraft. So, das heißt dann, dann könnt ihr mit mir reden, dann rede ich mit euch. Oder alle solche Sachen. Also halt einfach mit euch labern ein bisschen, ne? Hier, das ist mein Aquapark. Ja, das müssen wir auch noch eröffnen. Ich habe das noch gar nicht fertig gemacht. So, ich meine, so ein paar Sachen wollte ich noch reinbasteln, so außenmäßig. Und das muss auch noch eröffnet werden. Obwohl, wir haben ja schon wieder Winter, ne? Das habe ich im Sommer gebaut, wo es richtig warm war. Boah. So, das war ein kleines Informationsvideo für euch, damit ihr auch wisst, für diejenigen, die gestern gesehen haben, hä, warum hat er das wieder rausgenommen und wieder reingetan? Und für diejenigen, die das noch gar nicht gesehen haben, ne, damit ihr überhaupt wisst, was abgeht. Wie ich schon sagte, beim Bauen kann man schlecht erstmal eine halbe Stunde reden mit euch, ne? So, das werde ich ja öfters machen. Darum nennen wir das dann mal einfach Live in Minecraft, ne? Dann kann man mit euch reden. Ne, die Zeit muss ich auch mit euch haben. Ne? Ihr müsst ja wissen, was ist das für einer? Was ist das für ein Typ, der mit uns baut? Wie genial. Warum ist er so genial? Ne? War der schon immer so? Ist er schon so geboren? Das müsst ihr ja wissen. Ne? So, das heißt, das war eine Information für euch. Und dann würde ich sagen, zieht euch jetzt mal das Intro rein. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder bei PlaySample. PlaySample! PlaySample! Hörst du, wie oft soll ich das denn sagen, PlaySample, ne? PlaySample!